Die Wirtschaft in Deutschland stagniert, aber auch der Bundeswirtschaftsminister setzt auf den Deutschlandpakt und er nennt ein paar Beispiele. Mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen führen wir gerade Praxischecks zur Entbürokratisierung bei Unternehmensgründung durch. Mit dem Land Baden-Württemberg sind wir dabei, die Beschleunigung beim Ausbau der erneuerbaren Energien von der Praxis her zu überprüfen. Gemeinsam die Probleme bewältigen. Bund, Länder, Kommunen, Behörden, Verbände, Unternehmen, Gewerkschaften. Der Kanzler will alle dabei haben beim Deutschlandpakt. Denn deutsche Firmen sind international top. Um Innovationen umzusetzen, brauchen sie laut einer aktuellen Studie im Schnitt 13,5 Monate. Der globale Durchschnitt liegt bei 15,2 Monaten. Nur dieses Tempo auch auf die Straße zu bringen, daran hapert es hierzulande. Michael Schlüss, Firma, baut Bürgerwindparks. Die günstigen grünen Strom produzieren, doch die direkte Vermarktung scheitert derzeit noch an bürokratischen Hindernissen. Also man kann nicht einfach zu einem Industrieunternehmen ein Kabel hinziehen und ihm sagen, hier bitte nimm meinen Strom und gib mir dafür X Cent. Das wäre schön, wenn das so einfach gehen würde, aber das ist leider sehr, sehr kompliziert. Die Arbeitgeber begrüßen den Vorstoß des Kanzlers, ebenso Teile der CDU, aber... Wir haben monatelang seit dem letzten Jahr gewartet auf eine Reaktion zu unseren Vorschlägen, Deutschland schneller zu machen, Planungsgenehmigungsbeschleunigung. Also unsere Türen sind offen, aber bitte mit geeinten Positionen zu uns kommen, die in der Ampel dann auch umgesetzt werden können. So oder so müssen Lösungen her, damit es mit Deutschlands Wirtschaft wieder aufwärts geht.